Hallo miteinander, heute machen wir den super feinen Teller Teigwaren miteinander. Wir haben dazu von Beschüssig gute Safran-Tagliatelle bekommen. Ein bisschen Rauchlachs-Rahmsoße dazu. Und Sandro, wir haben bereits probiert, gell? Schon fein. Es ist echt sehr gut. Lohnt sich zum Dranbleiben und zuschauen. Hier seht ihr, was ihr braucht zum Nachkochen. Lasst uns ein Rezeptblatt haben oder auf der Bring App die Einkaufsliste. Also könnt ihr einkaufen und das Rezept ausprobieren. Dann als erstes Zwiebeln habe ich gehackt. Die sind hier schon bereits im Olivenöl ein bisschen am andünsten. Dann Lachs geschnitten. Den stellen wir auf die Seite stellen. Da hinten ist Kochwasser am Aufkochen. Das habe ich schön kräftig gesalzen. Dann haben wir hier ein Schlückchen Weisswein. Immer zuerst probieren. Der Wirkung kann sehr gut sein. Und dann löschen wir die ablöschen. Unsere schönen Zwiebeln aufkochen. Ein bisschen Pfeffer dazugeben. Dann, wenn der Wein schön verdampft ist, geben wir hier etwas vom Salzwasser dazu. Etwa 2 Schöpfchen. Und dann die Zwiebeln hier einfach weich kochen. Wichtig ist, dass der Wein verdampft ist, dass die Säure möglichst gestossen ist. Sonst schießt nachher an. Also er flockt aus. Das wollen wir nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Die Zwiebeln sind etwa 10 Minuten aus dem Köcheln gewesen. Wasser ist parat und jetzt hier wieder mal schöne Beschüssigteigwaren. Und zwar Tagliatelle mit Safran drin. Feine Sache. Beschüssig hat uns die Teigwaren empfohlen zu diesem Gericht. Safran und Fisch passen natürlich sehr gut zusammen. Und jetzt ab ins Kochwasser damit. He? Yes. Etwa 200 Gramm für 2 Personen. Und al dente kochen. Das dauert etwa 12 Minuten. 4 bis 6 Minuten. He? Nur. Eieiei. Probieren. Fast gut. Da machen wir unsere Soße fertig. Für da geben wir jetzt hier den Rahm mit dazu. Das Ganze nochmal aufkochen. Abschmecken, ob es gut ist vom Salz. Lange schon das Salz, das wir im Kochwasser drin haben. Dann unser schöner Lachs. Geben wir jetzt hier dazu. Und dann Herd abschalten. Kurz umrühren und dann lassen wir jetzt nur noch rasch drin ziehen. Der sollte nicht gross kochen, sonst wird er höchstens trocken. Dann die Teigwaren. Abtropfen lassen. Dazugeben. Schön vermischen. Und Sandro, das Färbli. Herz allerliebst. He? Wirklich schön fürs Auge. Und ihr seht, die Soße ist relativ flüssig. Das ist auch gut so, weil die Rahmsoße ziehen meistens noch ein bisschen nach. Nicht, dass wir dann hier so ein dickes Sieh dran haben. He? Sehr gut. 1-2 Minuten abstehen lassen, dass die Teigwaren noch das Aroma der Soße aufnehmen können. Dann können wir anrichten. Dann machen wir hier ein bisschen aufrollen. Bitte schön, oder? Ja. Schmeckt gut, hervorragend. Schmeckt gut. He? Not too bad. Noch ein bisschen Fisch drauf. So. Schön. Dann haben wir noch ein Garnitur für den Sandro. Schau mal. Schau mal. Frisch gepflückt aus dem Garten. So schön. Und probieren. Selbstverständlich. Aufgabeln und oh. Traumhaftes Sösele. So. Herz allerliebst, richtig gut. Kochen Sie noch, probieren Sie aus. Lohnt sich. Ciao miteinander.